Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Fishing Planet, The Ultimate Fishing Simulator, The Fisherman. Das ist Part 28. Ich bin der Hafenkönig Dämlich und ich mischte. Hä? Wo bin ich jetzt? Das ist doch. Hä? Hier war ich überhaupt noch nicht. Ich möchte eigentlich heute, ihr seht es schon, irgendein schön Rothecht fangen, Rotflossnecht. Haben wir im letzten Part, im letzten Part auch schon mal versucht. Ein wenig, aber noch nicht wirklich sehr viel. Und dann natürlich alles Mögliche, was hier noch so drin ist. Ich möchte mich ja auch mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht fangen wir auch so einen komischen Maifisch. Oder wie hieß der? Ich glaube, der hieß so. Und das wäre natürlich eine geile Sache. Vielleicht auch noch den ein oder anderen Wels. Knochenecht ist natürlich auch noch drin. Aber Wels wird schwierig. Das haben wir schon mal schön probiert im letzten Part. Leider noch nicht dazu gekommen. Aber, wie gesagt, der nächste Abend, die nächste Nacht kommt bestimmt. So, aber jetzt erstmal dazu, hier vielleicht einen schönen Rotflossnecht ans Band zu bekommen. Das wäre schon mal eine geile Sache. Wenn es denn klappt. Ui, jetzt hatte ich einen wunderschönen Biss. Da war echt stark. Ich habe ja auch noch einen ganz großen Casting Spoon dabei, um vielleicht auch noch mal auf die Jagd nach den ultimativen Räuber zu gehen. Und zwar nach einem richtig schönen, dicken Schwarzbarsch. Aber ich wollte halt erst mal gucken, ob ich irgendwo den Hecht finde. Hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ach so, da hinten ist die Ecke, wo wir immer stehen. Das gelungene Parken. Ich meine, hier ist Kraut. Vielleicht steht hier ja wirklich ein Hecht. Wir werden es hoffentlich sehen. So, hinaus mit den Burschen. Ja, Leute, und endlich kommt ein bisschen Regen hier runter bei uns. Es ist schon schweinetrocken über viele, viele Wochen hinweg. Und das im April. Junge, Junge. Aber jetzt kommt, es ist Ende April und die ersten Tropfen fallen. Das ist schon mal sehr schön. Da freut sich jede Pflanze, jedes Gemüt. Und das liebe Vieh und der liebe Bauer auch. So, aber jetzt hier mal konzentriert auf die Köderführung. Wie warm ist das Wasser hier? 19 Grad. Ja, das ist ja eigentlich nicht verkehrt. 21 Grad Außentemperatur. Das ist feinstes Angelwetter. Aber wirklich feinstes. Ja, aber so richtig in Sachen Bisse kriege ich hier nicht. Aber ich wollte noch mal gucken. Die Ecke, nee, zu der Ecke wollte ich doch gar nicht, oder? Wo werdet denn? Werdet hier? So, da ist das gelungene Parken. So, da hinten ist ja auch noch mal eine Ecke. Da können wir nämlich mal in die Ecke dort hauen. Mal gucken. Was haben wir auch schon mal gemacht im letzten Part hier? Ja, hier ist ja die Welsstelle. Auch wenn wir keinen Wels gefangen haben, hier ist er. Und ich muss den ja mit den Casting Spoon fangen. Das ist die Herausforderung. Ich habe hier auch generell, kann ich mich nicht daran erinnern, hier mal einen Rotflossenhecht gefangen zu haben. Weiß nicht, ob sie den jetzt erst. Bei. Oh. Ich meine, das ist eine kleine Rute, Leute. Dürfen wir nicht vergessen hier. Jetzt sind sie richtig reingeballert. Da habe ich gar nicht dran gedacht, die Bremse ein bisschen runterzustellen. Aber so wie das eingestiegen ist, ist das bestimmt ein Barsch. Ein kleiner Schwarzbarsch oder irgend sowas wird das sein. Junge, jetzt hat es aber mal kurz richtig gerumpelt hier. Ja, das ist hier. Uiuiui, Stufe 3 kann ich nicht mehr einstellen. Aber ich will ja eigentlich auch den Hecht. Aber wir wissen, hier gibt es richtig fette
große Bursche. Und das wird ja sicherlich einer davon sein hier, oder? Ja, an der kleinen Route macht das eben dann nochmal viel mehr Spaß. Aber ich krieg dich schon noch nass. Komm her. Oh, jetzt hat er nochmal richtig verzeicht, nochmal was in ihn steckt. Schön. Ja, vielleicht ist es ein Kilo Bosch. Aber Rekord liegt, glaube ich. Was haben wir denn? 1, nee, 2, sogar schon. Ich glaube 2,1 Kilo oder sowas haben wir schon geknackt. Oder noch mehr. Auf jeden Fall müssen wir da auch noch mal ein ganz dickes Exemplar fangen. Wir haben ja auch noch die Bosch-Mission im Hintergrund laufen. Und das könnte hier natürlich auch gut möglich sein. Hier vorne ist ja die Schwarz-Bosch-Ecke. Aber da müssen wir, glaube ich, auch... Brauchen wir da bestimmtes Gerät? Ich denke schon. So, und jetzt hätten wir ihn doch. Ne, komm her hier. Aber er kriegt nicht aufgeleiert. So, jetzt aber endlich. Ja, sogar über ein Kilo. Dass wir den rausgekriegt haben mit der Rute, das wundert mich ein bisschen. Schöner Schwarzbarsch. Schönes Geld und schöne XP vor allem. 71. Das ist schon gut. Aber das geht natürlich auch extrem auf die Route hier. Wo ist denn Kollege Hecht? Aber wenn die jetzt hier noch so gut beißen, kann ich natürlich nochmal probieren. Das machen wir jetzt auch. Hier nochmal vielleicht den Schwarzbarsch ans Band zu kriegen. Bauen wir mal den Routenständer auf. Auf was hatte ich denn die Nero gestellt das letzte Mal? Von der Schnurrtiefe her. Da hat ja wirklich nichts gebissen. Das hat mich auch sehr verwirrt. Fand ich überhaupt nicht cool. Ich gehe jetzt hier mal richtig derbe tief. Und versuchen wir mal, den Wels anzulachen hier. Aber ich glaube, da hatten wir gar keinen ordentlichen Köder für den Wels. Ich glaube, der mochte mittleren Schnittköder. Vielleicht geht ja auch der kleine Schnittköder. Wir haben zwar nur noch 4 Stück davon. Können hier leider auch nichts kaufen. Aber so tief müsste es ja hier also dicke sein. Nee. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Da habe ich mir was anderes gedacht. Na gut, dann gehen wir mal. Machen wir mal 2,10. Gucken, wie das funktioniert. Ist jetzt natürlich auch mitten am Dach. Oh. Ich dachte, hier ist es richtig, richtig tief. Ganz ehrlich, Leute, da bin ich jetzt so ganz schön perplex. Krasse Sache. Gut. Dann gehen wir mal auf 1,90. Um das irgendwie hinzukriegen. Ja, gerade so. Also, wir sind jetzt hier richtig schön auf dem Grund. Da bin ich doch mal echt gespannt, Leute. Jetzt nehmen wir hier die schöne Gorilla-Cast. Gucken wir mal, ob wir vielleicht auch einen Schwarzbarsch hier anlocken können. Auf die kurze Distanz. Bei weit komme ich trotzdem mit diesen recht schweren Ködern nicht. Aber das soll uns jetzt erstmal keine Sorgen bereiten. Hauptsache, die Fische steigen ein. Das ist doch die Hauptsache, oder?
Ist doch klar. Also der Barsch war schon mal ein guter Anfang. Ah, jetzt dachte ich gerade, es beißt einer. Aber da habe ich mich täuschen lassen. Hier hinten waren immer schöne. So, mit einem Auge immer auf der Posenroute bleiben. Aber nicht Gefahr laufen, hier überrumpelt zu werden von Kollege Welz. Aber irgendwie erweist sich das schon als schwierig. Ich weiß aber auch nicht mehr so richtig meine perfekte Tiefe für die Kollegen. Weil es ja bei dem Spiel immer sehr ausschlaggebend ist, wo man angelt, in welcher Tiefe. Ich weiß halt nur 80, 90, das was ihr auch wisst, ist immer eine gute Tiefe, um anzufangen hier. Da kann immer was einsteigen eigentlich. Ein 1,90 ist schon eine andere Nummer. Ich meine, klar, ist über dem Grund eigentlich, sollte funktionieren, ist anzunehmen. Wenn nicht, schmeiße ich natürlich auch mal gerne die Ritze dran hier. Oh, da hat was gebissen, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Herr Posenrute. Ja, da ist was dran. Yes. Jetzt bin ich mal gespannt, was sich jetzt hier den kleinen Schnittköder gesammelt hat. Kann doch eigentlich nur ein kleiner Welt sein. Oder? Ha, Knochenhecht. Kann sein, der mag die auch. Weiß ich jetzt nicht. Die Nero ist ja so eine mittelstarke Rute, jetzt keine super starke. Die haben wir ja leider noch nicht. Aber das scheint kein Minifisch zu sein. Ich schätze mal so 3 Kilo wird der auf die Waage bringen. Oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr. Also kämpfen tut er schön. Ich denke mal, das ist ein Fels. Ja, wenn das jetzt klappt, dann... Das ist einer. Das ist einer und der ist nicht klein. Oh, 5,7 Kilo. Neuer persönlicher Rekord. Flachkopfwels. Hat er sich doch überlisten lassen. Vom Grund. Schön. Oh, das freut mich. Junge, Junge, Junge. Das ist die Route gar nicht so schlecht. Ich glaube, da könnten wir sogar ein schönes 10 Kilo Exemplar. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber 8 Kilo sollte man da auf jeden Fall mit überlisten können. Gehe ich mal schwer von aus jetzt. Nach der Aktion hier. Schön. Das freut mich. Das freut mich riesig. Geil. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, guckt euch mein Outtakes-Video an, das zweite. Und das erste natürlich auch, ohne Frage. Habe ich hochgeladen, ich glaube letzte Woche. Affenkönigs Spezialitäten ist der Übertitel. Also einfach mal anschauen, reinschauen. Vielleicht gefällt es euch, ja. Ich habe ein paar Freunde. Ja, ich habe nur ein paar Freunde. Nicht wirklich viele. Nein, Scherz. Die haben sich das angeguckt und haben gesagt, ich sollte sowas wohl öfters machen. Und ich versuche das jetzt immer mal, ich sag mal 3-4 Mal im Jahr wenigstens so ein Outtakes-Video, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange aufzunehmen, habe irgendeine Fotze der Platte und laber irgendeinen Quatsch oder habe Rappel und habe nur Sprechdurchfall, dann versuche ich das natürlich damit einzubauen und euch zu präsentieren. Da könnt ihr nämlich immer ein bisschen schöner über den Volltrottel hier lachen. So, aber weiter geht's. Wo ist er denn, der Kollege Schwarzbarsch? Kann natürlich jetzt auch schon an der Zeit liegen. Dann stellen wir mal um. Und dann möchte ich nämlich mal gucken, dass dieser Maifisch oder wie der hieß, was der mag. Amerikanischer Maifisch, Garnelen, kleine Ritz.
Spinner und Chat. Spinner und Chat, aber der ist ja nicht so riesig, oder? Haben wir einen ordentlichen Spinner dabei? Das weiß ich gar nicht. Nano-Spinner. Dann probieren wir den mal. Mal gucken, ob wir da überhaupt großartig weit rauskommen. Ich weiß auch nicht, wo der Bruder hier sitzt. Und ich werfe jetzt einfach nochmal hier rüber. Ich meine, gut, der kann auch... Ah, der war schlecht. Der kann auch einen Barsch drauf beißen. Das sollte man nicht vergessen. Aber wenn der Maifisch den Spinner bevorzugt. Aber Leute, wisst ihr, wie ich mich jetzt in den Arsch speisen würde, wenn jetzt hier der Rotfluss nicht dran geht? Das wäre Worst Case Szenario. So, ich stelle auch gleich mal die Mission aus. Aber das mit den Grashechten, das haben wir ja am Mattwater auch mal probiert. Wir haben viele Grashechte gefangen. Aber wir haben keinen gefangen. Auch der über 45 war, also 450 Gramm. Fast dasselbe Spiel wie am Emerald Lake mit unserem Crappy, dem schwarzen, den wir hier eigentlich so gut wie auf Anhieb, ui, schöner Biss, auf Anhieb gefangen haben. So einen Spinner will ich aber lieber mal einfach gerade reinholen. So, ich hole auch gleich nochmal die Posenroute rein. Ich denke, wenn die so 2-3 Meter näher bei uns ist, ist das einfach nochmal der etwas bessere Spot hier für den Wels. Ich schleim mal kurz rein. So, das reicht schon. Mehr wollte ich gar nicht. Genau so. Oder wir werfen einfach auch mal hier Ringer. Ach, es geht aber eigentlich noch. Dafür, dass es ein 6 Gramm Köder ist, kriegt man noch relativ gut raus, finde ich. Ach, der Maifisch. Sieht irgendwie aus, von der Form her, wie ein Thunfisch. So ganz grob nur. Jetzt hatte ich schon wieder einen Biss. Ich meine, das müsste doch eigentlich noch eine gute Zeit sein. 9 Uhr noch was. Schon wieder ein Biss. Diesmal etwas heftiger. Und steht da noch zur Debatte, hier Wels zu fangen mit der Spinnrute. Das ist ja auch noch Ziel. Das Blöde war, ich komme mit der... Ah, Mist. Mit meiner Rute... Nicht immer annähernd so weit raus, dass man sagt, da fängt man Fisch. Weil es ja die Baitcaster ist, da hätte ich eine normale Stationärrolle haben müssen. Eine etwas andere Route. Da hätte das besser funktioniert, aber die habe ich auch noch nicht. Das ist momentan meine größte Spinnroute. Die andere, die war in dem DLC-Pack, das wisst ihr ja mit dabei. Und die, die kriegt man ja sowieso am Anfang. Oder muss man sich kaufen, wenn man die... bestimmte Mission machen möchte. So, das waren recht viele Bisse, muss ich mal meinen. Aber da könnte ja eigentlich auch ein Crappy hier einsteigen. Wäre, glaube ich, auch eine schöne Sache für den. So ein Köder hier. Der ist ein schönes Barschdekor. Stehen sie eh drauf. Also ich angel persönlich auch gerne mit Barschdekor. Da habe ich schon viele, viele Hechte mitgefangen. Also von allen Hechten, also bis von 40 bis 80. Größer habe ich leider noch nicht gefangen. Bis auf den einen, was ich schon mal erzählt habe, der mir da abgerissen ist. Aber das zählte dann auch nicht. Ah, jetzt. Kein Biss mehr.
So, ich stelle jetzt mal die Route hier noch mal ein bisschen tiefer und ich werde mal ein 2-0er Haken, wenn wir schon haben, dran machen. Jupp. So, 2-0er Haken. Check. Von der Tiefe her. Wir gehen mal auf 1,50. Und warum? Weil wir es können. So, raus. Bremse natürlich nicht wirklich hochstellen. Sonst ledert der Kollege uns hier alles ab. Ich will mal kurz gucken, was ich hier meine Guerilla-Käst überhaupt alles dran machen könnte. Ich habe eigentlich nur den hier. Was haben wir denn an Best Chicks? Haben wir da irgendwas Interessantes? Nee, das sind alles nur so leichte Dinger. Und hier haben wir den 10 cm Krebs. Das ist, glaube ich, das wäre jetzt das Optimale, um mal auf Wels zu angeln. Aber ist jetzt auch der Nachtköder, ich weiß, aber das ist derjenige, der noch schön schwer ist und relativ groß. Oh, ich will gar nicht wissen, wenn sie die Verspiegelung vom Wasser hier ausgestellt werden würde. Was jetzt hier unten für Riesenexemplare rumlungern. Von riesigen Welsen und generell die ganzen Fische. Na gut, aber das ist, glaube ich, Quatsch jetzt hier mit denen zu angeln. Ich wollte nochmal ausprobieren. Also Option ist es natürlich in der Nacht mal das mal auszuprobieren damit. Ganz klare Sache, aber wirklich weit kommen wir nun auf gar keinen Fall. Das ist nun echt. Ein bisschen Witz. So, ich kann mich ja immer abwechseln. Einmal versuchen, einen Barsch zu ziehen und einmal versuchen, einen Maifisch zu ziehen. Wobei ich auch nicht weiß, wo der Maifisch hier sitzt. Ich habe aber mal einen gefangen. Aber das ist jetzt schon wieder so lange her. So, wo war das denn da? Ja, von mal hier an den Rand. Ich weiß ja nicht, wo der. Vielleicht steht er auch eher im tieferen Wasser. Aber dann wäre das ja hier in der Mitte gar keine schlechte Stelle. Aber hier sind natürlich auch noch nicht nur Schwarzbarsche, sondern auch die Forellenbarsche drin. Ne? Weißer Crappie, schwarzer Crappie. Also da sind schon etliche Viecher dabei. Und vor allem Karpfen, der steht ja auch noch zur Debatte. Den gibt es ja auch in einer normalen Größe, glaube ich. Das wäre ja auch interessant. Und Leute, wenn ich Level 20 bin, dann weiß ich auch schon, wo ich sofort hin möchte. Ab in die Niederlande. Weil da gibt es auch richtig coole Fische. An dem großen Kanal, der dort ist. Da kommt wieder der Uwe mit seinem Dampfer vorbei, wer sich an meinen Fishing Planet Let's Play noch erinnert. Und da gibt es aber dann bestimmt auch coole Missionen. Da war es anscheinend richtig Glück vorhin, dass wir da den Wels gezogen haben. Oh ne, ja, was? Ich sag das gerade noch und jetzt kommt echt, ist wieder einer dran. Geil!
Ah, das könnte. Ja, gut, ne, ich denke, der ist ein bisschen kleiner als der letzte. Aber es hat geklappt. Geil, da hinten über irgend so ein Loch. Da sitzt der wahrscheinlich immer, der Kollege. Na, komm her, ja. Komm her, mein Guter. Ergebe dich. Oh, da hat man schon durchspiegeln sehen. Kollege Schnürschuh. Jetzt will er noch mal die letzte Flucht starten. Aber die ziehen auch Leute unglaublich Welte. Also das ist eigentlich unnormal, was die für eine Kraft entwickeln mit ihren linienstromförmigen Körper. Und da ist er auch schon. Komm her! Oh! Geil! Doch noch mal um einiges größer. Junge, 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 7,321 Kilo. Und das gerade mal Meter eins lang, es ist gar nicht so viel. Also ich habe mal 80er bisher erst gefangen, aber selbst die haben gekämpft bis aufs Messer. Flachkopfwels. 107 XP, das ist natürlich auch geil. Und da gibt genauso viel Geld, wie er schwer ist. 732 Öcken. Geil, geil, geil. Das macht Laune. So, aber ich werde jetzt trotzdem den Spot nochmal wechseln. Wie sieht es denn hier drüben eigentlich aus? Wo kommen wir denn? Ha? Ach so, da ist der Weltsbaum. Okay. Sind wir einfach nur so hier drüben? Gibt es jetzt noch eine andere Stelle? Wo kommen wir denn hier noch hin? Irgendwo muss ja. Irgendwo muss ja der Maifisch auch sein. Da probieren wir jetzt hier mal rauszuhauen. Ich hau erstmal die hier hin. Oh, habe ich jetzt meinen Rutenständer überhaupt mitgenommen? Ne, ich glaube nicht, oder? Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich ganz schlecht. Das macht sich schlecht, Leute, wa? Was für eine Schmach. Aber ich will mal. Ich komme doch auch so hier rum. Oh, Slenderman ist wieder da. Das sieht aus. Was ist denn jetzt los? So. Hier war das. Ne, hier. Ah, das ist eine schöne Stelle. Hier stellen wir mal. Hier stellen wir mal was auf. So, wo ist er denn? Ich glaube, wir haben den wirklich nicht mit. Das kann doch aber nicht wahr sein. Na, da steht er noch. Ach, nee. Also, das passiert mir auch kein zweites Mal. Was für eine Auktion. Schön. So. Jetzt wird er auf die andere Seite. Ach nee, war das der Rische? Ich muss noch kurz gucken. Nee. Hier war es Frack, genau. Und wir wollten nicht hier hin, sondern zwischen diese Krautbank. Hier war das. Ja, genau. Jawohl. So, der Schuh draus. Oh, die Sonne bricht durch. Herrlich. Bester Platz ever. So, zack, runtergestellt. Solange man auch was fangen, ist es auch der beste Platz. So. Jetzt machen wir hier mal schön Überraschung. Wir haben jetzt unsere zwei Welte erstmal gefangen. Wir kommen natürlich später nochmal her, um gezielt auf richtig große Oschis zu angeln. Ritze dran geprügelt, volles Produkt. Da vorne schlummelt's und wummelt's schon. Raus!
So, wunderbar. Und nun? Und wie verbleibt man nun? Wollen wir einen Fisch fangen oder was? So einen richtig großen Ochsen, den wir dann mit Knüppel vor die Platte bochen und mit heimnehmen zum Essen. Ja, freilich. So. Junge, ich hab schon eine Meise. So, hier hinten komme ich nicht hin. Das ist wunderschön. Ich werf trotzdem aus. So, da drauf ist Schluck Kaffee. Ich habe mir übrigens eine neue Rüstung gekauft für die Kaffeeliebhaber unter euch. Chiba Barista. Chiba. Ja, wir nennen es Chiba. Ich will hier keine Werbung machen. Chiba Barista Krönung. Übelst geil. Hat eine ganz feine, leckere Note. Was ist denn das jetzt? Nee, das ist kein Fisch, das ist eine Henge. Jetzt wäre aber doch fast das Ding durchgerissen. Sag mal. Auf jeden Fall eine Krönung. Eine Röstung. Oh! Jetzt hat es aber zugeschlagen. Eine Röstung ohne Säuregehalt. Am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile finde ich es ganz geil, weil das dann im Abgang der Kaffee einfach nicht so viel Säure hat. Ist natürlich Geschmackssache. Du alter Misthund! Sag mal, auch ein schöner Forellenbarsch eigentlich. Mit seiner riesen Schnauze. Gibt auch gut Geld, gibt gut XP. Aber bei der kleinen Rute ist es halt Wahnsinn, wie die da reinledern. So, vielleicht ist aber hier auch nochmal der Hecht, deswegen mache ich doch mal 3 Krautfelder. Also wenn da kein Hecht drunter ist, dann tut es mir leid, dann ist in den Gewässern kein Hechtbestand. Zumindest kein ordentlicher. Irgendwo muss der Kollege rausgeschossen kommen. Es ist schönes Wetter. Es ist klar. Ich habe Silber dran. Das blinkert wie Sau. Das funktioniert. Es ist Garant für fast jeden Hecht auf der ganzen Welt, möchte ich mal meinen. Oder hechtähnliche Fische auch. Die stehen einfach auf silberne, glitzernde Dinge. Klar gibt es heutzutage viel, viel anderen Kram. Unmengen an Ködern. Aber das war nun mal mit erste Gold, Silber, Kupfer. Und mit denen habe ich mit allen dreien schon richtig viele Hechte gefangen. Als Stift, wie jetzt auch. Also, das funktioniert. Glaubt's mir. Ui! Ah, das, ah, nein, das ist wieder Barsch. Das. Ui! Das schlägt wieder sowas von ein. Das ist unglaublich. Die Brecher brechen so auf den Köder drauf, und damit meine ich nicht, dass die den Köder bereiern, sondern die ledern da volles Produkt drauf. Das haben sie echt gut ins Spiel eingebaut. Das macht echt Laune. Könnte sogar ein Schwarzbarsch hier sein, oder ist das Forellenbarsch? Hat der könnte? Der könnte größer sein als 700 Gramm. Aber da reißt eben auch feste Schnur, gell? Da muss man schon aufpassen. Ja, oh, ein Kilo-Exemplar, schön. Also ich glaube bei 1,5 Kilo, ach ne, wenn überhaupt, ist bei der Rute hier Schluss. Wahrscheinlich sogar bei 1,3 schon. Da wird es schon richtig schwierig. So, die Eritze will leider noch keiner haben. Schade eigentlich. Ich kann die auch noch mal reinholen. Ach, na, ich Ochse. Wenn ihr das gesehen habt, dass ich jetzt hier gar keine Ritze dran gemacht habe, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare, weil mir ist es gar nicht aufgefallen. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, in lustiger Art und Weise, wie dämlich ich denn bin. So, Ritze, na klar. So, da ist sie, Mensch. 2-0 Haken, Sollten wir mal runter machen, ja, würde ich sagen. Wir uns mal den guten alten 1-0er drauf. So, und dann sehen wir mal weiter. Leute, dann sehen wir mal weiter. Der war nischt. Jansen gar nischt.
Mensch, jetzt streng dich doch mal an und hau den Knüppel mal volle Bude nach vorne, sodass die Arme senkrecht in der Luft stehen und aussehen wie zwei Blitze. So, hast du richtig gemacht, ja. Ach Leute. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass heute Donnerstag ist. Da bin ich immer noch mal ein bisschen dämlicher als sonst. Was haben wir denn hier im Wendung? Ja. So, jetzt aber noch mal auf. Kollege Hecht ist immer noch nicht in Sicht. Hätten wir heute eine Mission mit schönen Barschen gehabt und Wels, wären wir gut dabei gewesen. Oh, geil, wie die Sonne da durchfitschelt. Sieht einfach nur herrlich aus. So, und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, was denn ein schönes Angelspiel wäre, was offline zu spielen geht, hier auf der PlayStation 4. Ist eine schwierige Frage. Ich habe früher eigentlich alles gespielt, von Rapala Fishing, wo es schon etliche Teile gibt, bis Real Fishing, bis alles Mögliche, was es so halt gab. Auf dem Markt gab ja schon immer ja, so 3-4 bekannte Angelmarken. Und dann kam ja irgendwann für die PS4 raus dieses, wie hieß das denn, Dovetail Eurofishing, glaube ich. Das fand ich ganz geil, war mir aber von allen ein bisschen zu wenig. Und von den Entwicklern gibt es jetzt das Sim Fishing World, wenn ich mich nicht täusche. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich auch schon mal nachgedacht, wenigstens mal reinzuschnuppern mit euch. Das könnte ein Projekt sein, zumindest nach The Fisherman. Also irgendwann in 10 Jahren. Nein, aber da können wir gerne mal reinschnuppern zusammen. Das wäre meine Empfehlung an euch, wenn ich jetzt irgendwas empfehlen müsste, was offline spielbar ist. Weil das sind nicht viele. Die meisten sind ja doch wieder online. Deswegen. Natürlich ist das meine erste Empfehlung, weil das ist einfach das Beste hier, finde ich. Meine persönliche Meinung. In Sachen Simulation und Aussehen, also alles zusammen, das Gesamtpaket stimmt hier, wie ich immer so gern sage. So, da haben wir wieder einen wunderschönen Barsch gehakt, aber leider auch nicht der große Wurf. Und irgendwie tut sich jetzt selbst an der Elritzenrute gar nichts. Ich ziehe das mal so ein bisschen hier rein, zack, um da vielleicht doch nochmal was landen zu können. Und jetzt mache ich mir mal hier was Schönes an die Route dran. Und zwar, was haben wir denn? Den Bestschick wollte ich nicht, aber hier vielleicht. Ein Chat wäre ganz geil. Haben wir da, was haben wir denn da dabei? Ah, wir haben da den einen dabei. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir können ja mal gucken, ob hier was da ist, was auf dem Grub beißt. Da bin ich nämlich auch mal gespannt. Und das wird dann, wenn ich was an der Ritzenroute noch rangeht, unser letzter Fisch für heute. Mal schauen, was das sein wird. So, hauch mal den Kollegen mal richtig schön Leben ein. So, dass sie gar nicht Nein sagen können. In echt ist das dann immer gar nicht so einfach, einen Köder richtig schön Leben einzuhauchen. Jedenfalls nicht so einfach, wie man meinen würde. Dann braucht man auch das richtige Gerät, die richtige Schnur und den richtigen Köder. Da muss alles zusammenpassen. So, und aber auch noch, nee, noch kein Biss. Hat sich noch nicht gemeldet hier. Der große Fang. Die Ritze schwimmt lustig vor sich her, sehe ich da. So, ich werde jetzt immer ein bisschen variieren. Überall mal hinwerfen.
Großer Schädel wäre natürlich geil gewesen. Schöner kleiner Gummifisch. Ah, da hätten wir vielleicht sogar noch den Maifisch mal zu sehen bekommen. Aber immerhin war das eigentlich ein sehr ertragreicher Tag und vor allem auch in Sachen Kohle, in Sachen XP, ein sehr guter Tag. Da kann ich eigentlich gar nichts sagen. Und es gibt ja auch noch viele Seen, an denen ich selbst in meinen anderen Let's Test, Let's Play von Fishing Planet noch nie gewesen bin. Und das will ich bei The Fisherman hier natürlich auch noch mal alles erreichen. Schön im Level steigen. Wir sind ja bei 20, also ich denke, wir sind ganz gut dabei. Und ich finde, die Missionen sind halt auch cool, weil die geben einen auch noch mal so diesen extra Schub, weil man sich denkt, Mensch, das will ich jetzt noch fangen und das will ich noch fangen und es ist nicht nur reinhauen und naja, ich angle jetzt irgendwas und ich kann jetzt vielleicht auch nicht an Turnieren immer teilnehmen, weil das bei mir von der Zeit her immer blöd ist, wenn ich aufnehme nach der Arbeit. Aber das Geile sind dann eben die Missionen. Da hast du auf jeden Fall immer genug Futter, um hier schön am Ball zu bleiben. Und die ein oder andere bleibt ja auch liegen, wie mein schwarzer Crappy. Und da werde ich euch dann auch nochmal Videos oder Sachen nachreichen. Oder nochmal einen Versuch starten mit euch zusammen. Ihr wisst, der Trommler ist auch noch nicht in der Tüte. Den haben wir auch noch nicht geschafft. Zumindest nicht die Größe. Den Trommler haben wir schon gefangen. Aber dann scheint hier kein Fisch zu sein, der einen Grub haben möchte. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, aber das ist hier so. So, passt auf, da machen wir noch mal eine große Chose hier. Eine letzte große Aktion. Und zwar wechseln wir noch ein letztes Mal die Stelle. So, reingeholt. Diesmal nehme ich den aber trotzdem nochmal mit hier. Doppelt hält besser, sage ich nur. So, und da habe ich nämlich nochmal gerade so richtig Lust drauf bekommen. Wo ist er denn? Da ist er. So, hingestellt, das gute Stück. Hallo? Hallo? Das Problem hat man schon mal, dass man den nicht richtig aufstellen konnte. Und keiner wusste warum. Hä, was war das? Das hat er gerade da drüben positioniert, hat er das gesehen? Ah! Hier geht's. Ich glaube, es war das letzte Mal auch so. Oh, guckt euch das mal an. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Die Wasserpest, wie die hier rausragt. Das sieht geil aus. Wenn ich da jetzt persönlich wäre, da würde ich meine Rute jetzt auf 50 cm stellen. Probiert es mal aus im Frühling, wenn ihr sowas seht. Einen kleinen Wurm dran oder einen zerstückelten kleinen Mistwurm mit einem Maiskorn. Und dann hier schön auf 50 cm. Und dann ganz vorsichtig macht euch eine Wegglerpose dran. Und dann seht ihr das Schauspiel, was da passiert. Wenn es in den Gewässern Schleien gibt, könnt ihr eine fangen, Leute. Glaubt mir. So, aber jetzt. Hier hing, ne? Ach so, die. Nee, die waren doch gar nicht so tief, oder? Die Knochenhechte, die es dort gab. Da muss ich noch mal gucken. Die waren doch wirklich nicht so tief. 50 oder so. Ich hau einfach mal hier am Rand. Ich glaube, die mochten auch erritzen, wenn ich mich da nicht total irre. Und jetzt haben wir hier. Ja. Und jetzt probieren wir noch mal. Nee, das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nämlich. Hallo? Hallo? So, jetzt, wir probieren jetzt noch mal aus, ob der normale Hecht. Das ist
mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass der normale Hecht doch vielleicht hier vorne steht. Oder? Das wäre doch. Oh! Oh! Oh, da geht's schon los! Da geht's schon los, du! Kann natürlich auch wieder was Kleines sein. Och nö! Ha. Das war ein bisschen zu lange anscheinend. Aber anscheinend geht meine Strategie auf. Und das ist doch geil. So, nochmal hier hin. Ja, genau so. Super! Und jetzt müssen wir uns beeilen, sonst passiert dasselbe hier wieder. So, Hechti McHechtenstein, komm her. Und ergebe dich deinem Schicksal. Begegne deinen Schöpfer. Oh, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, wie die abgehen da drüben. Habt ihr eine totale... Ja! Ja, es scheint wieder ein kleiner Kollege hier zu sein. Ja, komm nur her. Komm nur. Oh, schön. Oh, und die Sonne strahlt uns ins Gesicht. So kann es doch immer sein beim Angeln. Ich werde vielleicht jetzt auch nochmal gehen. Am Wochenende mal schauen, ob sich die Gelegenheit bietet. Und der neue Rekord ist ein kleiner, aber trotzdem 2,5 Kilo. Oh, ich mag die Kerle einfach. Ich finde, die sehen schön aus. Einer geht noch, sage ich. Einer geht noch. Ich will nämlich wenigstens noch einmal mit meiner Spinnangel reinholen. Das ist ja hier. Das Brezelbacken geht wieder los. Hätte jetzt nicht gedacht, dass um die Zeit, dass die da so sehr beißen, die Kollegen hier. So, und nun mal geguckt, ob hier... Ob hier nicht der Rotflossenhecht wohnt. Ah, das wäre schön gewesen, wenn der jetzt noch mal rangegangen wäre. Ah, oh, da hätte ich mich echt sehr gefreut. Oder mal mitten rein hier, mitten rein. Immer mitten in die Fresse. So, und da hoffe ich ja, ich habe ja auch, da ist ein Konzert im Dezember und ich habe erst einmal die Ärzte gesehen und wollte mir das so gerne angucken. Ich hoffe, dass dann wieder so viele Leute in irgendeine große Halle können. Sonst zerstöre ich's. Sonst zerstöre ich Thüringen. So, aber jetzt, wo ist Kollege Rotflossenhecht? Da muss doch irgendwo unterwegs sein. Hier, Knochenhecht, sag doch mal Bescheid. Wobei man mal sagt, dass Hechte eigentlich nicht aufeinander stehen, sondern eher in gewissen Revieren und gewissen Abständen zueinander. Aber da bin ich immer so ein bisschen anderer Meinung, weil ich das schon ganz oft anders gesehen habe. An etwas kleineren Gewässern. Natürlich, die waren vielleicht so 3-4 Hektar groß, aber da habe ich das schon beobachtet, wie viele Hechte nebeneinander standen und auch zusammen gejagt haben. Sogar mit Barschen zusammen sind sie meinen Köder hinterher gejagt. Das fand ich schon... Das ist halt einfach... Finde ich schon was anderes. Ich glaube nicht, dass die alle in einzelnen Revier stehen. Vielleicht, wenn es dann so ganz große Brocken wären. Wenn die dann so ab 80, 90, dass die dann sagen, gut, jetzt stehen wir hier alleine irgendwo. Ich glaube, so die 60er, 70er Hechte... So bis zu dem Maß, die stehen mehrere an einem Spot. Schätze ich mal. Ist jetzt meine Meinung. Könnt mich da auch gerne korrigieren. So, Kollege Knochenhecht. Wollte gar nicht nochmal, hä?
Aber der Hecht ist echt frech. Frech und schwierig. Der Kollege. So, und hier hat sich ja auch gar nichts getan jetzt. Deswegen holen wir auch nochmal rein und machen den letzten Wurf. Diesmal ist es. Hab gedacht, ich kann euch noch ein bisschen schneller einen Fisch präsentieren. War leider nicht so. Aber ich denke, das Video wird euch vertrösten. Weil es hat ja doch gut geklappt alles hier. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so eine Varianz an Fischen und vor allem auch... Was ist denn nur los? Eine große, große Fische vor allem auch fangen. Da habe ich nicht mit gerechnet. Weil bei den Wälzen... Also Leute, ich habe jetzt... Ich bin jetzt der Meinung, ich habe die letzten zwei Male echt gut getroffen. Ich kann mir nicht erklären, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Na endlich. Oh, jetzt hat es aber mal schön gehangen. Gut, weg jetzt hier. Junge, 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 Leute. Das ist ja ein Marathon hier. So, jetzt einfach mal das Ding hier nochmal rausgeworfen. Zack. Hauptsache ein schöner, großer knistert hier ans Band. Oh, und da ist was. Da ist unser letzter Fisch. Wenn er denn dran bleibt. Und er bleibt dran. Da ist schon... Oh, 44 Meter ist er schon weg. Und ich glaube, bei meiner anderen Route war eben auch ein richtig geiler Biss. Da hat sie mich auch dran geknistert. Dann werden wir im nächsten Part an der Stelle weitermachen. Werde ich mit der Route nochmal dahin schmeißen. Und natürlich Kollege Hecht und auch dem Karpfen werde ich mal auf die Schuppen rücken. Und der Maifisch ist auch noch offen. Also wir haben ja noch ein paar Fische abzuarbeiten, was es hier alles so gibt. Und natürlich auch noch missionsmäßig zwei kleine Sachen. Das hoffe ich, dass wir das auch hinkriegen. So, das scheint kein Riesenexemplar zu sein. Aber wieder, ich denke mal so die 1,5 bis 2 Kilo Marke werden wir schon erreicht haben. 2,8 sogar. Und wieder ein Rekord geknackt. 83 XP, 314 Öcken. Schön. So, mein Bursche, dein Schnabel gehört mir. Macht's gut und ich wünsche euch schöne Feiertage, schönes Wochenende. Und bis dahin. Ciao.